Anomie. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Was? Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Denomin-Reaction. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe endlich auch mal hinbekommen, mein blödes Layout schwarz zu machen. Leute, wer guckt sich eigentlich den YouTube-Mist hier in weiß an? Ich habe es auf jeden Fall geschafft. Wir gucken heute eine Noob vs. Pro vs. Hacker Challenge von Wreckstation. Checkt den Kanal gerne mal aus, Leute. Ich hau mal ein Herz rein in diesen Kanal. Wenn ich Mitglied werden könnte, würde ich schon lange gemacht haben. Lasst ein Like da. Dass sich den Kanal nicht abonniert hat, ist auch schon wieder Digga. Warum verschwinden meine Abos immer? Ich habe den Safe schon mal abonniert. Na gut. Wir gehen rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Fuß geht raus. Ich hau ein Frühstück für mich rein. Ich zeig's euch nochmal ganz schnell. Yeah, mit Eiern. Da ist der Löffel. Und ja, wir gehen rein. Wreckstation presents Noob vs. Pro vs. Hacker 39. Das Polizeifallenloch. Okay, ich bin mal gespannt, was da in der Falle so drin ist. Wundert euch nicht. Ich snack hier mein Brot auf entspannt. Junge, was ist da denn drin, Alter? Ja, ich wollte sagen... Die Polizei, dein Freund und Helfer, ne? Okay, was geht da? Digga, will der das Auto da reindrücken? Ja, moin, Digga. So geht man also mit Ladendieben um, ja? Er hat was im Laden geklaut und geht da richtig rein in die Presse. Hau rein, ey. Das war der Noob. Was soll denn eine Pro machen? Boah. Junge, was ist er denn? Digga, ich glaube, du hast das Auto von einem Kollegen mitgenommen. Yo. Oha! Nicht schlecht. Er ist wieder am Start. Und weiter geht's, meine Freunde. Okay, das war nicht schlecht. Muss ich sagen, hätte ich nicht mit... Ja, wobei, hätte man mitrechnen können, ja. Ich schwör's euch, der kann gar nicht ins Loch fallen, so groß ist der. Das sah so dumm aus, Alter. Ja. Sag mal, was ist denn das da für eine Explosion? Verstehe ich nicht. Oha! Oh, Brückenreparatur. Auf die andere Seite der Brücke, da ist die Grindstange. Sehr geil, sehr geil. Ja. Ja gut, das wird ein interessanter Test. Oh, wir haben hier so ein Mercedes in Gelb. Aha. Kaffee ist auch dabei. Alter, ist das ein AMG? Oha. Bruder. Mieser Grind, bitte rüber. Also, der verkackt eh, Mann. Der verkackt eh. Bro. Also ehrlich, was war das denn, Mann? Junge, hast du gesoffen oder was? 2,6 Promille im Kasten oder wie? Aha, Formel 1 Wagen ist wieder am Rollen. Der hat richtig Bock und hier ist übel Pace drin. Ey, der zieht den Grind aber entspannt durch, oder? Ja. Lässig. Kann man so machen? Würde ich auch. Oh, der Hacker. Na, der springt da eh rüber, Leute. Der Knight Rider Wagen ist halt auch einfach zu OP in BMG Drive, ne? Ja, ist ja gut, Junge. Zieh die rüber da jetzt. Ah ja. Okay. Das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Digga, der fährt da einfach rüber, Mann. Mit zwei Reifen. Ich hätte auch mal gerne so ein Auto. Ey, Leute, wer auch so gerne so ein Auto haben würde, ne? Hashtag Knight Rider. Rein in den Chat.
Oh, okay. Große Trucks flüchten, aber wer flüchtet und warum muss man flüchten? Oh, ein Schulbus! Kinder, es geht zur Schule! Kinder, wir haben ein paar Trucks hinter uns! Junge, warum? Was wollen die von den Kindern? Oh mein Gott, bitte nicht mehr im Schulbus. Kinder? Ein Truck ist im Arsch. Oh, Schulbusfahrer, nein! Kinder! Wow, Kinder! Digga, die sind so im Arsch. Da sind keine Kinder mehr drin. Die sind, Leute, die sind tot. Mann, sogar wenn ich reagiere, sind Schulkinder am Sterben. Boah, Junge! Kinder, anschnallen! Wir gehen jetzt in den Turbobus! Ja, moin! Zeig, was du kannst! Geil, Junge! Gas! Komm! Jo! Sehr nice! Kinder, es geht zur Schule! Guck mal, fängt der Wagen an zu brennen. Richtig komisch. Hä? Nice! Boah, Junge, das sieht geil aus da unten, ne? Muss man schon sagen, Leute. Muss man schon sagen. Der zieht erstmal richtig entspannt durch. Oh. Jetzt der Hacker, Leute. Kein Schulbus mehr. Jetzt ist es der LKW. Er zieht natürlich nach oben, ne? Er zieht natürlich nach oben. Einfach teleportiert. Die Reifen, Digga. Das Spiel kommt gar nicht mehr klar. Aha. Wild. Oh, Junge, der LKW hat fast nicht überlebt, ne? Okay, Zugunfall. Da bin ich auch gespannt. Amerikas sicherster Zug. Okay. Auf jeden Fall ist da explosives Material drin. Und man soll eine Zugkollision, naja, verhindern. Wir gucken mal, ob sie es überhaupt schaffen. Okay. Junge, mit dem Auto willst du eine Zugkollision verhindern? Bist du blöd? Bro. Also ehrlich. Oh, der Pro hier. LKW am Connecten. Okay, was geht da? Boah, Junge. Hä, aber ich dachte verhindern und nicht anschieben, Junge. Du sollst den Zug verhindern. Was macht der da? Okay. Boah, Junge, der bremst ab. Alter. Stabil. Ja, so kann man es auch machen. Okay, krass. Voll heftig, Mann. Er hätte nicht gedacht, dass das geht. Okay, hier. Der Knight Rider ist auf dem Zug drauf. Der hebt ab. Es war so klar. Jo. Ja, wer kennt's nicht, Digga? Der alte Luftzug. Und er schmeißt ihn runter. Mitten auf die Straße. Bro, was hatte der denn für einen schlechten Tag, hä? Der Knight Rider, Leute. Er hat einfach keinen Bock mehr auf sein Leben. Oh, gefährlicher Abgrund. Sie sollen also bis nach unten kommen. Die Map kenne ich ja tatsächlich sogar. Die spiele ich auch ganz gerne. Könnten wir eigentlich demnächst mal wieder ein Experiment starten, würde ich sagen. Letztes Mal haben wir es mit Hammern gespielt. War schon gut. Aber jetzt dieses Mal alles unter Wasser. Okay. Ja, das ist ein guter Auto hier, ne? Am Runterzirkeln. Der Noob fährt halt einfach durch und rippt rein, ne? Da. Spätestens da ist vorbei. Junge, wie ist das Ding denn am Fliegen, Alter? Digga! Ja. Und, oh, ich dachte, er wird mitgenommen, aber normalerweise da hinten der Stern, ne? Und der rippt eigentlich meistens rein. Der Stern rippt rein. Und geile Kamera auf jeden Fall. Ah, der kommt... Und tschüss, disqualifiziert. Klassiker. Absoluter Klassiker auf der Map. Das passiert so oft,
Unglaublich. Was macht der Pro? Jetzt bin ich gespannt. Ob der da clean runterkommt. Ich habe da kein Auto, noch gar kein Auto clean runterbekommen. Okay. Was? Junge. Als ob der das studiert hat, Digga. Was? Heftig, Mann. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ja, jetzt kannst du halt die Mitte taken und richtig weit hochspringen. Die Mitte. Was, Digga? Spring doch auf die Mitte, Junge! Spring doch auf die Mitte! Was für ein Otto. Junge, was ist das denn für ein Auto? Okay. Ja. Kann man so machen. Muss man aber nicht. Okay, Autoreifen hat sich gelöst. Auto ist auf jeden Fall am Start. Lol. Ah ja. Wer kennt's nicht? Das war's mit einer weiteren BMG Drive Folge und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, schaltet mal ein Abo raus und checkt definitiv noch die anderen Videos aus. Ich wünsche euch was. Kuss, Kuss. Denno out.